Was geht ab, meine lieben Freunde, und was war denn das gerade? Und willkommen zu... Was ist das? Das ist vielleicht Artefakte, die so aufleuchten, so dämlich. Zu Far Cry 3, und wir sind gerade auf dem Weg zu Hoyts Anwesen. Denn er hat von meinen guten Taten für ihn gehört. Und wir werden ihn besuchen gehen. Also, ab geht's. Whee! Sollte gehen, oder? Bis zum Fluss sollte ich kommen. Schade nur, dass ich scheinbar nicht das richtige Gebiet aufgedeckt habe. Kann ich vielleicht noch das richtige Gebiet? Nein, das ist hinter seinem Anwesen. Egal. Gehe ich halt im Blindflug da rein. Das ist schon komisch, dass er sogar für Rekruten so einen Wingsuit macht. Praktisch. Beim Fallschirmöffnen geht man ein bisschen höher. Wie läuft dein Attentat auf Hoyt? Ich bin so stark wie nie. Sag Citra, er ist so gut wie erledigt. Keine Sorge. Ich bin immer an Citras Seite. Das klang ein bisschen... Naja... Komisch. Ich hätte vielleicht die Waffe noch gern ausgebaut, aber egal. Das ist schon die... Das Ende von Far Cry 3 ist? Hallo? Die See. Das ist Foster. Na, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, rauch zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Foster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du? Bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild. Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen da 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut, du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist
wer seine Wohltäter sind? Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh, ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Wieso steche ich ihn jetzt nicht ab? Hallo? Hallo, ich will ihn abstechen. Okay. Ich kann hier keine Waffen zücken. Ich weiß, es wird ein bisschen übertrieben, hier rumzuballern und... Genau. So sieht's aus. Ich frag mich aber, ob der jetzt meinen Bruder meint, vielleicht. Dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey, hatte Doug nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Da sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Werft sie in den Wagen! Erkennst du mich wieder? Ich bin ein Filmstar. Sammy? Hier lang. Wie wird das enden? Du tust es. Und heute vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist eine Kamera. Hier ist der Gefangene für das Verhör. Mein eigener Bruder. Der wurde schon angeschossen. Oh, fuck. Riley. Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name? Riley Brody! Ach, mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt er, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung, ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Lee. Jason? Du lebst. Verdammte Scheiße, gehörst du zu denen? Nein, ich hol dich raus. Okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier, aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen, jetzt. Nein, wenn du das tust, dann kann er schießen doch gleich selbst. Wir sabotieren und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab, Riley rennt. Nein, der wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. 9 Sekunden. Schlag schon zu, oder heute weiß Bescheid. Was? 5 Sekunden. Mann, tu es einfach, ich kann nicht mehr. Aber versprich mir bitte, dass du mich holst, okay? Das sieht so süß aus. Gott. Das war jetzt ein bisschen lächerlich. Das ist ja mir weh. Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal, ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich habe Zeit. Gut. Schön. Der gute Sam wird dir alles sagen.
Pokerabend. Du bist erschossen am Pokerabend. Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Triff mich am Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä? Deep Cover. Everything's got a moral. Alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann. If you only can find it. Schwarzmalen. Wo muss ich hin? Ja gut. Na gut, da habe ich Gott sei Dank schon meine Dinger. Meine Posten eingenommen. Das dauert nicht lange. Scheinbar kommen wir dem Spiel langsam dem Ende entgegen. Ein paar Sachen verkaufen. Was ist so ein Schildkrötenpanzer wohl wert? 10. Naja, gut. 10 ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich überragend. Ausgerüstet, sehr schön. Anpassen. Schalldämpfer, ja klar, Schalldämpfer. 3 Aufsätze kann das Ding haben, oder was? Was? Beleuchtziel von Visier fügt über einen Beleuchtungsabsehpunkt. Sehr nützlich, um Ziele bei Nacht zu erfassen. Maximale Reichweite. Und die. Perfekt. Jetzt kommen wir zu meinem Gewehr. Sturmgewehr, meinem neuen Liebling. Ich habe noch 2000 Batzen. 2 Aufsätze können ran. Reflexvisier. Optisches Visier. Oh, je, je. Reichweite. Erhöht sogar die Reichweite. Scharf. Zielfernrohr. Genauigkeit geht runter, aber die Reichweite geht ein bisschen hoch. So viel Reichweite brauche ich nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, mit dem Gewehr geht es auch so ganz gut. Ich nehme mal das hier. Und auch ein weiteres Magazin. Munition. Easy going. Süß. Fähigkeitenpunkt erhalten, kann man länger auf Fähig. Was ist das? Du sitzt auf dem. Wechseln. Das ist cool mit schneller Waffen wechseln. Was ist das? Du hältst. Das ist auch nett, aber ich glaube, ich bin gerade am Ende des Spiels. Ist langsam angekommen. Riley Brody, Sam Becker. Spritzen her. Ja gut. Wer glaubt, wieso jetzt Ding sich gewechselt hat, die Tageszeit, liegt daran, dass das Spiel gerade abgeschmiert ist. Egal. Jetzt fliegen wir einfach wieder mal. Ooh, I believe I can fly. Jetzt 2 Kilometer weiter oben. Hallo Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Ich hab 3.
drei Packungen. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Die da oben? Sieht aus, als vielleicht ist es auch mein Ausgang, wer weiß. Habe ich nicht ganz gecheckt, was er jetzt gelabert hat. Auf jeden Fall kommt man da schwer rein. Gibt keinen Seiteneingang. Aber die ganzen Stützpunkte hier sind sowieso ein bisschen besser als am Anfang. Besser auch. Das sieht echt geil aus, dieses blaue Schimmer. Bisschen dunkel. Ja gut, ich hätte einfach gleich von vorne gehen sollen. Bevor wir da reingehen. Ah, ich hab eine große Spritztasche mit 7 Platz, das wusste ich gar nicht. Das war knapp. Keine Ahnung, was das ist, aber schnapp es dir. Knappe Sache. Wahrscheinlich wäre es schlauste erst den Scharfschützen ganz oben auszuschalten. Schnauze, du Hund. Oh, Juggernauts mit Flammenwerfern, oh Scheiße. Scheinbar nicht dran. Es sind schon zwei Ausgänge. Schade, dass hier alles so dicht bewachsen ist. Das war die Juggernauts. Was? Ja, was? Schreien die das? Immerhin schön hier. Was ist das denn? Ich wollte eigentlich die Leiche ein bisschen mehr mitnehmen. Ja gut, die fällt mit rein. Hier. Scheiße. Oh fuck. Oh, das war knapp. Ich glaube nicht, dass es so weit hierher gehen wird.
sie. Ist da gerade einer drin? Da ist noch eingebildet. Ja, weiter, bevor ich Alarm auslöse, oder so riskiere, würde ich gerne die Juggernauts ausschalten. Zumindest schon mal ein Auge auf die haben. Okay, das war jetzt. Tick, tick, tick. Oh shit. Oh, Kacke. Fuck my life. Ich glaube, das könnte eine etwas längere Session werden. Deshalb werde ich hier mal einen Cut machen und mich bedanken fürs Zuschauen. Also, bis zum nächsten Mal.